Bevor wir jetzt mit unserem Rundgang durch die Burg beginnen, möchte ich kurz einiges zur geschichtlichen Entwicklung von Hohenwerfen erzählen. Die Burg wurde im Jahr 1077 von Erzbischof Gebhard, Graf von Helfenstein, gegründet, der auch gleichzeitig Hohen Salzburg erbauen ließ und dann noch eine dritte Burg in Kärnten in Friesach am Petersberg. Der Grund für den Bau dieser drei Wehranlage war der Investiturstreit. Das war ein Streit zwischen dem König und dem Papst um das Recht, wer die Bischöfe bestimmen darf. Und da sich Gebhard auf die Seite des Papstes stellte, musste er dann Angriffe von König Heinrich IV. Befürchten. Also vom Rheinmuseum wieder herausgekommen. Wir befinden uns jetzt aber in der Kapellenbastei. Das ist eine Wehranlage aus dem 16. Jahrhundert mit zwei hölzernen Wehrgängen und einer Kanonengiebel. Das ist eine Ketzergabel, die hat man also für Leute gefertigt, die von einem anderen Glauben waren und unbedingt lautstark ihre Meinung oder ihren Glauben verkünden wollten. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns jetzt